Meine Seele sing, bete den König an. Ich weiß nicht, wie euch ums Herz ist, wenn man dieses Lied hört, fröhlich, wir sitzen hier. Bei uns ist es so, dass wir sagen können, Business as usual, das heißt, es ändert sich nichts. Wir können heute Morgen hier zusammenkommen, miteinander Gottesdienst feiern. Und dann ungefähr 800 Kilometer weiter östlich tobt ein Krieg. Es ist so unreal, so unwirklich. Und doch ist beides Leben. Auf der einen Seite die Not und damit verbunden auch Tod von Menschen. Und auf der anderen Seite auch das, was wir eben gesungen haben, nämlich zu kommen und Gott zu loben, weil, und das ist der Wochenspruch für diese Woche aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da heißt es in Vers 8b,
Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das, was wir jetzt erleben, merken wir, die Bibel spricht von einem schon jetzt und noch nicht. Das ist Tatsache. Er hat den Teufel besiegt, aber der Teufel, er hat noch Macht in dieser Welt. Und das, was wir im Augenblick erleben, ich habe das in den letzten Tagen öfters gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich es mal erlebe. Was ich jetzt sehe, höre, kannte ich bisher nur aus Geschichtsbüchern. Und nun ist es irgendwie Teil meines Lebens, Teil unseres Lebens geworden. Und deshalb werden wir heute Morgen einen Gottesdienst feiern, nicht so, wie wir es gewohnt sind, also nicht Business as usual, sondern wir werden miteinander singen, wir werden das Abendmahl miteinander feiern, aber vor allen Dingen werden wir auch miteinander beten. Es wird keine Predigt in diesem Sinne geben, sondern eine Gebetszeit, bewusst, um auch hier einen Doppelpunkt zu setzen und zu sagen, das, was wir tun können, das wollen wir tun, neben dem vielleicht auch Geld zu spenden, aber vor allen Dingen zu beten. Warum? Dazu sage ich gleich noch ein paar Gedanken. Und wir werden auch zwei Interviews hören von Albert Giesbrecht, qualitativ nicht so gut. Ich habe es ein bisschen versucht zu bearbeiten, wir gucken mal, wie wir es rüberkriegen. Vom 2.10., als er an der ukrainischen Grenze war, und einen Tag später, als er wieder zurückgefahren ist. Kleine Eindrücke, und nach diesen Eindrücken werden wir dann auch miteinander das aufnehmen. Ich habe ein paar Gebetsanliegen gesammelt, stellvertretend für das, was ihr mitgebracht habt, und wirklich Zeit zu nehmen, zu beten für die Situation. Und das möchte ich am Beginn dieses Gottesdienstes auch tun, und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott im Himmel, mich persönlich macht das wütend, zornig, was wir erleben. Und doch ist es die Realität, die du uns im Kleinen wie im Großen immer wieder vor Augen malst. Da, wo Menschen sich eigene Wege suchen, werden sie irgendwann andere verletzen oder sogar töten. Da, wo dein Wort und das, was du gesagt hast und das, was du geben willst durch deinen Geist, an Veränderung des Herzens nicht gewollt und nicht angenommen wird oder verlassen wird, da werden Menschen und zu Schaden kommen. Und das, was du uns anvertraut hast, deine Welt. Und das sehen wir aus der Ferne und die Menschen in der Ukraine, aber auch die russischen Soldaten müssen das erleben. Und das, was wir tun können, wollen wir gleich auch tun im Einzelnen, aber bitten dich am Anfang, dass du dich erbarmst. Erbarmst über diese Situation, erbarmst über uns Menschen, weil es zeigt, zu was wir fähig sind ohne dich. Und gleichzeitig danken wir dir, dass das stimmt, was wir eben gelesen haben. Du hast der Schlange den Kopf zertreten, aber sie zappelt noch. Und so bitten wir dich, dass wir bei all dem, was wir erleben, all dem, was wir sehen und an Informationen aufnehmen, aber das nicht vergessen, dass du diese Welt in Händen hältst, auch wenn dazu einige Fragen im Augenblick offen stehen. Es ändert nichts an dieser Tatsache. Und ich danke dir auch dafür, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern können und bitten dich, dass du uns segnest im Miteinander und dass du dort, wo jetzt gekämpft wirst, genauso auch Menschen bewahrst, hilfst durch andere und gebiete all diesem Wahnsinn ein Ende. Amen. Nehmt wieder Platz, wir singen ein weiteres Lied und danach hören wir die Edith mit den Informationen.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass heute wieder Geschwister hier sind, die lange Zeit nicht kommen konnten. Ich begrüße auch euch nochmal ganz herzlich. Ja, ich möchte einige Infos weitergeben und beginne am Anfang mit den Veranstaltungen hier in der Gemeinde. Am Dienstagabend ist hier um 18 Uhr Leitungskreissitzung. Bitte betet auch dafür. Es ist ja keine Veranstaltung, wo auch die Gemeinde mit dabei ist, aber dass wir auch immer wieder den Leitungskreis im Gebet vor Gott bringen, dass sie weise sind in den Entscheidungen und den Vorgehen, die zu treffen sind und auch von Gott wirklich die Zeit bekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen und auch bei ihm erfahren, was Gott mit uns vorhat und wie sie das auch erkennen. Am kommenden Mittwoch ist um 19.30 Uhr Hauskreis oben im Jugendraum. Ich möchte da noch mal ganz herzlich für einladen. Es ist so wichtig, wir sind zwar nicht viele, ich wünschte, es wären mehr. Denn da können wir wirklich offen sein, da haben wir einen Raum, wo wir ganz bewusst bei Gott sind und auch untereinander uns austauschen können. Es ist eine Bereicherung für jeden und ich würde es jedem empfehlen, und auch nochmal ganz herzlich dazu einladen. Kommenden Donnerstag treffen wir uns auch wieder oben im Jugendraum zum Beten. Auch eine wichtige Sache. Und ich freue mich, dass wir das auch heute tun dürfen, ganz besonders. Und dass wir das auch jede Woche oben hier im Gemeindehaus auch tun dürfen. Beginn ist dann um 19 Uhr. Am kommenden Sonntag ist Dorfgottesdienst mit Christoph Henz in Steinperf im Bürgerhaus. Beginn ist dort um 10.30 Uhr. Auch zu den Veranstaltungen ganz herzliche Einladung. Dann möchte ich noch eine Information weitergeben, was die Kinder betrifft. Von Mittwoch, den 22. Juni, bis Samstag, den 26. Juni, soll wieder eine gemeinsame Kinderbibelwoche auf Allianzbasis stattfinden. Und Ulrike van der Haar wird durch diese Tage führen. Das hat sie ja auch in den letzten Jahren machen dürfen. Und das sind wir auch sehr dankbar für. Bitte betet auch jetzt schon für eine gute Vorbereitung der Kinderwoche und ein segensreiches Miteinander der Mitarbeiter und dass sich auch wieder viele Kinder einladen lassen. Dankeschön. Yeah.
möchte euch gerne mit hineinnehmen in das, was Albert Giesbrecht erlebt hat. So ein ganz kurzer Ausschnitt. Der erste Teil sind so 5 Minuten, wo ihr ein wenig erzählt vom vergangenen Mittwoch an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Und ich bitte euch, das mal abzuspielen, diese Nachbarschaftshilfe. Bitte. Genau. Mal gucken, ob ihr es versteht. Das ist ein Telefon, natürlich Telefoninterview, von daher hoffe ich, dass es einigermaßen rüberkommt. Ihr wart auch selber an der Grenze. Du hast Bilder und Videos geschickt, wo man sieht, wie manche Leute im Schneetreiben ausharren. Beschreibe uns mal ein bisschen, wie sieht die Situation an der Grenze aus? Wie viele Menschen kommen da an? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir sind noch nicht an die Grenze gekommen. Wir fahren gleich los. Wir haben noch hier verschiedene Gespräche gehabt, fahren jetzt los. Aber von daher kann ich jetzt selbst auch persönlich noch nicht berichten. Das Problem ist hier, dass heute wieder geschneit hat, so ein kleiner Schneeeinbruch ist. Und das verschlimmert natürlich das Ganze. Und nur ein Beispiel, als wir gefragt haben, den Pastor, was brauchen die Menschen? Er sagt, Socken. Die kommen alle mit nassen Socken an. Mhm. Und so das Erste, was wir brauchen, Socken, weil die nasse Füße haben, weil sie da an der Grenze und vor der Grenze ausgeharrt haben. Manche 12 Stunden, manche 2 Tage. Ja, manche versuchen doch, die Männer rüberzukriegen und versuchen an verschiedenen Grenzen rüberzugehen. Die Situation ist die, dass die Ukrainer rauslassen nur Frauen und Kinder oder auch Männer, die mehr als 3 Kinder haben. Mhm. Männer oder Väter, die 2 Kinder haben, die dürfen nicht weiter. Nur ab 3 Kinder dürfen die Väter auch mit. Mhm. Du hast weitergeschickt auf eurer Hinreise, sehr berührend, aus rumänischem Supermarkt, wo dann Einkaufswägen mit Essensspenden für Flüchtlinge bereitstehen, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass Rumänien auch als Armenhaus Europas bezeichnet wird, also da ohnehin eine große strukturelle Armut herrscht. Wie erlebst du die Rumänen im Umgang mit ihren Nachbarn und mit den Flüchtlingen, die ins Land kommen? Das ist sehr berührend, Simon. Wir hatten Tränen in den Augen. Als wir gesehen haben, wie die Menschen hier wirklich ihre Häuser und Türen öffnen, obwohl sie selbst nicht so viel haben. Mhm. Und die Einkaufswege da so spontan, so direkt, so einfach zu organisieren. Und die Menschen legen da verschiedene Dinge rein. Das ist einfach schön, ermutigend zu sehen, wie auch die Gemeinden hier, die haben auch noch nie sowas erlebt. Die sind jetzt dabei, das zu realisieren, was passiert, aber ohne lang nachzufragen, wie es weitergeht, mittelfristige Konzepte und so weiter. Die nehmen einfach Leute auf und hoffen, dass sie ihnen helfen können. Von da sind wir überwältigt von der Reaktion, von der ersten Reaktion der Menschen hier in den Gemeinden, aber auch in der Gesellschaft, muss ich sagen. Mhm. Insgesamt sehen wir wirklich viel Hilfsbereitschaft, Solidarität und auch Verständnis für die Menschen dort. Danke dir für den Eindruck. Eine der, sag ich mal, strategisch ersten Schritte, den wir neben anderen als Allianzmission zusammen mit dem Bund FEG gehen, ist vor allen Dingen genau das zu tun, was du gerade tust, nämlich Kontakt zu suchen zu Gemeinden, einmal von unserem Partnergemeindebund, also dem Freien Evangelischen Gemeinden in Polen, aber auch zu Gemeinden im Grenzgebiet in Rumänien und Moldawien und da zu gucken, dass Ersthilfe koordiniert wird. Auch die Auslandskatastrophenhilfe hat bereits 3 Hilfstransporte in die Region losgeschickt. Wie können unsere Zuhörer von einem Podcast helfen? Wie ist Unterstützung zurzeit möglich? Eine der Prioritäten ist, die Grenzgebiete, Gemeinden in den Grenzgebieten auf der ukrainischen Seite zu unterstützen, weil sie wiederum Binnenflüchtlinge haben, aus Kiew vor allem, aus dem Osten, die auch traumatisiert sind. Die kommen aus diesen Regionen, wo bombardiert wurde. Und diese Leute werden aufgenommen auf der westlichen Seite, auf der ukrainischen Seite. Und wir wollen diese Gemeinden unterstützen. Die brauchen Finanzen. Ja, erstens Lebensmittel, Medikamente und die können vor Ort noch besorgt werden, zum Teil nicht. Und deshalb Spenden an die Allianzmission, an die Auslandshilfe
für diesen Zweck. Zweitens, wir suchen Möglichkeiten, Medikamente ranzukommen, damit wir die Medikamente auch da rüber schicken können. Mhm. Ganz normale Kriegszustand, Medikamente, da ist Wundsalben, so verschiedene Medikamente, damit die Menschen dort versorgt werden. Und deshalb suchen wir auch jetzt Möglichkeiten, wie wir mit Kleinbussen, die rumänische Partner, mit Kleinbussen über die Grenze kommen und die westlichsten Gemeinden in der Ukraine erreichen können, mhm. mit Finanzen, mit Medikamenten, mit Lebensmitteln. Mhm. Danke dir. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitbekommen, wie es da aussieht. Also mich persönlich hat es sehr berührt, wie er von diesen rumänischen Bewohnern oder die Bewohner in Rumänien geschildert hat. Das Rumänien heißt ja das Armenhaus Europas und dass sie überhaupt nicht nachdenken, was bleibt für uns, sondern dass sie einfach teilen das, was sie haben, mit denen, die kommen und noch weniger haben als sie. Das hat mich sehr berührt, als ich das hörte. Und ihr habt gehört, wir können dafür beten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ganz praktisch helfen, auch wenn wir nicht dahin fahren. Aber durch die Allianzmission und auch die Auslandshilfe sind Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch mit konkreten Dingen zu spenden, was Albert Giesbrecht eben gesagt hat oder noch sagen wird, beziehungsweise den zweiten lassen wir weg, das ist ein bisschen länger, damit wir auch die Zeit haben, wirklich zu beten. Also auch Medikamente. Viele kommen und kommen aus dem Kriegsgebiet, haben teilweise auch Verletzungen, kleine, größere. Medikamente sind nicht da und vor allen Dingen halt auch Kleidung und viele andere Dinge, die man so im täglichen Leben braucht. Wenn ihr da auch Fragen habt, gerne die Auslandshilfe anrufen. Ich denke, der Christoph Lanthelme wird wissen, was wichtig ist und was gebraucht wird. Ich habe am Anfang gebetet, ich bin wütend. Und da hat sich nichts dran geändert. Weil ich merke, ich stehe hier und vielleicht geht es euch ähnlich, ich sehe der Sache zu und kann nichts tun. Mir sind die Hände gebunden, wie man so schön sagt. Und deshalb haben wir als Gemeindeleitung heute auch entschieden, dass wir diesem Gefühl nicht nachgeben. Wir können wirklich nichts tun an der Situation, dass wir sie ändern können. Aber die Hände sind uns nicht gebunden. Wir können sie benutzen. Und das Lied, das wir eben miteinander gesungen haben, hat uns darauf hingewiesen, dass es darum geht, die Hände zu falten. Und bevor ich die Hände falte, wenn ich jetzt dieses Mikrofon in der Hand habe, dann kann ich natürlich meine Hände falten. Kann ich. Aber ich kann es auch weglegen. Dann habe ich meine Hände frei zum Falten. Und dieses Lied hat uns vielleicht hoffentlich ein Stück weit darauf eingestimmt, auch das aufzunehmen. Wir werden gleich hier noch ein paar Gebetsanliegen sehen, aber auch nicht nur Gebetsanliegen für die Situation, sondern auch Dank für ganz vieles, was da passiert, was an Hilfe läuft. Aber unsere Hände sind nicht gebunden, denn deshalb, ich muss mir das immer wieder sagen, dass ich diesem Gefühl nicht nachgebe, dieser Hilflosigkeit, und ich kann ja nichts tun. Und das, was wir eben gesungen haben, bedeutet auch, mich zu öffnen mit dem, was in mir ist. Bei mir ist es Zorn auf diesen Menschen und die Trauer darüber, dass Tausende ihr Leben verlieren werden. Väter, Mütter, Kinder. Und wir können de facto an der Situation vorerst mal nichts ändern und dann noch miteinander beten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von uns als Familie, was es auch bedeutet, zu beten, auch für uns. Vielleicht geht es euch ähnlich. Als unser Tom das erste Mal von der Schule nach Hause kam und auf dem Schulweg hin haben sie Schneebälle geworfen, da stand die alte Mühle noch und sie haben sich dieses Fenster ausgesucht, um dieses Fenster rumzuwerfen. Wer kommt wohl am dichtesten an die Scheibe dran? Und Tom war zu genau. Und es war eine Scheibe, die ging zu Bruch und hat die Frau gegenüber, der die Mühle gehörte, ihn wohl ziemlich zusammengefaltet.
Und dann bekamen wir einen Anruf von der Schule, weil er einfach total neben sich war. Und wir wussten, um was es ging. Und dann kam er nach Hause. Und das hat ihn so beschäftigt. Und ich habe ihn dann zu mir auf den Schoß genommen und habe gesagt, was ist denn los? Ich wusste es auch schon. Ich wusste es, aber er wusste nicht, dass ich es wusste. Und es hat gute 10 bis 15 Minuten gedauert, bis er erzählte, was war. Und nachdem er das losgeworden ist, ist er förmlich so ein Stück weit in sich zusammengesackt. Also erlöst von dem, was er erlebte, weil er es abladen konnte bei jemand anderem. Und das ist Beten auch. Wenn wir mit dem, was in uns ist, kommen, geben wir es auch ab. Gott weiß es, so wie ich es damals wusste mit der Scheibe. Aber für uns ist es wichtig, das abzugeben und das andere noch, und dann werden wir die Gebetsanliegen sehen und beten, dass wir, wenn wir beten, nicht alleine sind. Gott ist an unserer Seite, aber im Gebet stehen wir auch an deren Seite, die da um ihr Leben fürchten, die geflüchtet sind, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Auch das, diese Dimension hat Gebet, nicht alleine bleiben. Für mich, aber für andere auch und so gemeinsam die Dinge auch zu tragen, ein Stück weit, soweit es denn möglich ist, und Gott in den Ohren zu liegen, dass er hilft, dass er Menschen an die richtigen Plätze bekommt. Das wäre das zweite Podcast gewesen. Da ist eine Familie auf der Rückreise, hat Albert Giesbrecht eine Familie mit 2 Kindern mitgenommen, die auf ganz wundersame Weise plötzlich Kontakt hatten und sie konnten sie mitbringen. Auch das geschieht dort in dem Gewusel, wo keiner richtig weiß, wo es hingeht. Auch das als Gebetsanliegen, dass die richtigen Menschen an den richtigen Ort kommen, um dann auch Menschen weiter vermitteln zu können. Soweit einmal von mir. Lasst uns die Zeit jetzt nutzen. Wir sehen jetzt die Gebetsanliegen hinten an der Wand. Sowohl Dank als auch Fürbitte, als einfach mal so ein paar Schlaglichter. Und was euch noch wichtig ist, darüber hinaus natürlich gerne. Ich habe die Regierung mal rausgelassen, natürlich auch für die Regierung, aber soll ja stellvertretend stehen für einige Dinge. Lest sie euch durch und dann lasst uns eine Gebetszeit miteinander haben. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, du hast die Dinge gehört, die wir dir gesagt haben und du kennst auch unser Herz, in dem vielleicht weit mehr ist als das, was wir ausdrücken können, weil manchmal einfach die Worte fehlen, angesichts dessen, was wir sehen und auch angesichts dessen, was wir dabei fühlen. Danke, dass du, so wie wir es eben gesungen haben, wie ein Vater bist, nicht unbedingt ein Vater, den manche vor Augen haben, sondern der Ursprungsvater, das Vaterbild, das Platz ist auf deinem Schoß. Für die Dinge, die uns freuen, für die Dinge, die uns schwer sind und für das, was uns auch Tränen kostet. Du umfasst alles. Und danke, dass wir diese Zeit miteinander haben konnten und weiter haben können. Und danke dafür, dass du nicht nur uns hörst. Es wird überall auf dieser Welt werden Gebete gesprochen für diese Situation und deshalb bitten wir dich, hab ein Einsehen, hab ein Erbarmen und greife du ein. Du hast es in der Geschichte öfters gemacht, wirklich eingegriffen. Tu es um der Menschen willen.
Danke für die Menschen vor Ort, die helfen, die Gemeinden, die überlaufen sind, weil man dort Schutz sucht. Gib Weisheit bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und wir bitten dich, dass es zum Ende kommt, damit Familien wieder zusammenkommen können. Erbarme du dich und danke, dass du das gehört hast, dass es an dein Herz gedrungen ist und dass du etwas tun wirst. Und lass uns gespannt sein, wie das aussieht und bei dem, was wir sehen, dennoch das Vertrauen in dich behalten und weiter dich bitten und in deinen Ohren liegen. Amen. Bevor wir das Abendmahl jetzt miteinander feiern, lasst uns noch das Lied singen, Sieh das Lamm Gottes. Dass dem, der zu ihm kommt und ihm vertraut.
in diesem Lied gesungen haben, die Hände, die sich falten, nämlich die Dinge auch aus der Perspektive Gottes zu sehen. Mir geht es im Augenblick so, dass ich manchmal einfach so viel Informationen kriege und mich frage, wie soll das alles werden? Und die Bibel gibt eine Antwort darauf. Auch wenn dieses Leben manchen Menschen nicht Gerechtigkeit zuteil werden lässt. Auch wenn dieses Leben bei vielen Dingen uns etwas schuldig bleibt. Das, was wir jetzt miteinander tun, gibt diesen Ausblick in diese Situation hinein, die wir nicht verändern können in dem Sinne. Und doch ein Stück weit eine Perspektive einzunehmen, dass nicht ein Wladimir Putin, kein Lukaschenko, kein nordkoreanischer Herrscher oder wie auch immer sie heißen, diese Welt letztendlich regieren, auch wenn es so aussieht, sondern dass es unser Herr Jesus Christus ist und der ist auf dem Weg. Und wenn er kommt, wird Gerechtigkeit jedem Menschen zuteil werden. Auch das ein Punkt für heute Morgen. In all dem, was wir erleben werden, auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht, dass das Abendmahl uns auch da hilft, das noch einmal bewusst zu machen. Jesus ist der Herr dieser Welt und nicht die, die sich jetzt aufspielen, als wären sie es. Ob wir es wollen oder nicht, das sagt uns sein Wort. Und wenn wir jetzt miteinander Abendmahl nehmen, dann nimmt es auch als persönlichen Zuspruch für euch genau das, ob das weltweit ist, ob das persönlich ist, familiär oder wo auch immer. Er hat es in der Hand. Er ist der Herr dieser Welt. Ich darf nun die Heike und die Edith nach vorne bitten. Die werden beim Austeilen helfen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte, er brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst, denn dieses Brot steht für meinen Leib, den ich für euch geben werde. Und so oft ihr von diesem Brot esst, erinnert euch an das, was ich getan habe. Tut es zu meinem Gedächtnis. Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden.
wenn Gott uns so liebte, dann sind auch wir es schuldig, einander so zu lieben. Und nach dem Essen nahm Jesus den Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und sagte: Nehmt und trinkt alle daraus, denn dieser Kelch, er steht für das Blut, das vergossen wird, mein Blut. Und das ist notwendig, damit Schuld, damit Sünde vergeben werden kann. So oft ihr von diesem Kelch trinkt, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Tut es zu meinem Gedächtnis. Im Johannesevangelium Kapitel 8 ist es die Auseinandersetzung Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, indem er einen Satz sagt, der auch in unseren Tagen wieder einmal deutlich wird, dass er stimmt. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wort beinhaltet die Wahrheit. Und wer sich diesem Wort Gottes aussetzt, wird damit konfrontiert. Und Jesus sagt damals den Menschen, es ist nicht Abstammung, es ist nicht Zugehörigkeit. Es geht um dieses innere Einwilligen darin, dass Jesus recht hat. Und es ist schön, dass wir als
Menschen hier zusammen sind, die an Jesus glauben. Und deshalb diese Verheißung auch für uns in Anspruch nehmen können. Sie wird uns frei machen. Vielleicht auch frei von manchem Druck, von manchem Ärger. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und so wie aus ganz vielen Körnern ein Mehl gemahlen wird, das zu einem Brot verbackt wird, wie aus vielen Trauben ein Saft entsteht, so eint uns der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, uns, die wir so viele sind, zu einem, zu seinem Leib. Amen. Vielen Dank euch. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu beten, das sogenannte Vaterunser. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Und anschließend werden wir noch ein Segenslied hören und uns auch einander zusingen. Also nicht der Zuspruch alleine von hier vorne, sondern nehmt dieses Lied und wir singen es einander zu, dass wir uns gegenseitig diesen Segen Gottes wünschen. Vorher lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Thank you.
begleiten.